So, ja, wie machen wir jetzt diese Linked List generic? Ne? Wie kriegen wir es hin, dass letztendlich diese Geschichte hier, wo der Student steht, dass da jetzt ein T stehen könnte beispielsweise, also so ein Platzhalter für einen Typ. Ja? Was sind Sie waren, glaube ich, zuerst? Genau, wo ich das also spezifizieren muss, ne? Also mit diesen größer-kleiner Zeichen bzw. in spitzen Klammern das da hinschreiben. Ich würde noch einen Schritt vorher machen, nämlich ich würde jetzt einfach mal versuchen, hier den Student zu so einem T zu machen und dann zu gucken, was passiert. So, ich glaube, da passiert tatsächlich irgendwas, dass es, ich muss gerade mein Kontrollbild mal ein bisschen größer ziehen, dann wird es tatsächlich jetzt rot unterringelt. Wundert mich jetzt so ein bisschen, dass er das rot unterringelt. So, was sagt er mir da? T cannot be resolved to a type. Natürlich, die Klasse gibt es erstmal nicht. Ne? Also das, was ich jetzt hier zeigen wollte, ist, dass er jetzt tatsächlich versucht, dieses T erstmal als eine Klasse zu interpretieren. Ne? Woher soll er auch wissen, dass ich da jetzt nicht eine Klasse selber meine, also eine Klasse T, die es ja theoretisch tatsächlich geben könnte, sondern dass ich eben einen Platzhalter definieren möchte, den ich dann später wie bei einer ArrayList, ne? Also was ich ja später machen möchte hier mit meiner LinkedList auch, ist ja, dass ich dann hier schreiben kann, ja, hier diese spitzen Klammern und dann diesen Typ-Parameter, wie man dieses Ding nennt, ne? Dass ich da eben irgendwas angeben kann und dieses T, wie gesagt, das ist, versuche es mal ein bisschen dünn zu schreiben, ne? Das ist eigentlich nichts weiter als ein Platzhalter, den ich dann eben später spezifisch mit der Klasse, die ich in meiner Datenstruktur verwalten möchte, befüllen muss. So, und Sie sehen, also er interpretiert dieses T jetzt an der Stelle erstmal als Klasse, ne? Und ich müsste jetzt natürlich überall, wo jetzt Student auftaucht, wo ich also jetzt im Moment noch spezifisch bin und wo ich jetzt generisch oder allgemein werden möchte, muss ich jetzt natürlich das Student durch den T ersetzen. Und ich muss jetzt natürlich eben mit diesen spitzen Klammern definieren, dass dieses T ein Platzhalter sein soll. Und das ist jetzt wirklich nichts einfacher als das. Ne? Um den Frederik nochmal zu zitieren, ich schreibe nämlich das einfach da oben am Klassennamen in diese spitzen Klammern hinten dran. So, und da kann ich jetzt T oder U oder V oder X oder O oder was auch immer nehmen. Ne? Es hat sich eingebürgert, dass man immer so den ersten Buchstaben von dem Wort halt nimmt, was man da darstellen möchte. Also jetzt bei einer Linked List, wo ich einen Typ, irgendeinen Type definieren muss, der da reinkommt, dann nehme ich halt das T. Bei einer Hashmap, wo ich ein Key und ein Value brauche, ne, da brauche ich zwei. Ich kann da also auch theoretisch zwei oder beliebig viele hinschreiben. Ne. Ich kann da also V, R und so weiter, kann ich alles da oben spezifizieren, was ich dann eben später an diesen Typen brauche. Ne. Bei der Hashmap, wie gesagt, K und V für Key. Und Value hat sich da eingebürgert beispielsweise. Und immer überlegen, dass Sie da nach Möglichkeit auch wieder einigermaßen sinnvoll was auswählen. Wir brauchen bei der Linked List also einen generischen Typ. Bleiben wir beim T. Ne? Und dann müssen wir jetzt halt gucken, dass eben überall da, wo vorher jetzt Student stand, dass wir das dann irgendwie ersetzen. Ne? Also da macht das jetzt hier auch nicht wirklich Sinn. Da kann man das T zum T machen. Den Student dann auch zum T und da ist jetzt natürlich die Fehlermeldung, dass der Konstruktor von dem Knoten im Moment noch einen Studenten erwartet. Das müssen wir jetzt also auch gleich noch ersetzen. Ne? Ansonsten können wir erstmal da alles lassen, glaube ich. Da steht auch nirgends mehr Student. Hier steht Student, da muss ein T hin. Dann da ist Knoten, das passt eigentlich alles. So, da ist auch überall Knoten, ich sehe keinen Studenten mehr. Und dann hier nochmal ein T hin. Und da sollte man das natürlich auch durch ein T ersetzen. Da dann auch. Alles andere bleibt auch gleich. Ne? Sie sehen also, das ist eigentlich von dem, was da spezifisch irgendwie auf diesen Studenten gemünzt ist, ist tatsächlich nur die Referenzen, um eben die Daten speichern zu können. Ne? Und das heißt, dass wir jetzt also hier dann den Studenten durch ein T ersetzen müssen. Dann da noch, ja, dann machen wir das S dann auch zum T. Und dann T, T, so, und das war es eigentlich schon. Ne? Das heißt, so müsste das jetzt eigentlich passen.
So, dann sollte ich normalerweise jetzt genau hier das Gelb unterringelt kriegen und sollte die Beschwerde kriegen, dass ich jetzt hier den als Raw-Type verwendet habe, ja, und dass ich das parametrisieren sollte mit diesen spitzen Klammern. Ja, das heißt also da einfach dann, ja, was wollte ich speichern? Ich wollte Studenten hier speichern. Ja, und dann sollte das wieder passen und dann genau sollte eigentlich der Source Code genauso laufen, wie er das vorher in dem Video dann auch gemacht hat. Und das war es eigentlich schon. Ne? Also wie gesagt, wirklich relativ straightforward und relativ problemlos. Und ja, weiß es nicht. Gibt es noch Fragen dazu? Irgendwas, was Sie überlegen? Ich sehe hier. Also genau, da muss ich jetzt natürlich auch nochmal die spitzen Klammern setzen. Die hatte ich jetzt vergessen. Genau, da ist jetzt auch dieses Warning dann weg. Und es läuft aber hoffentlich trotzdem noch genauso, wie es vorher auch lief. Und ja, das ist eigentlich alles, was man da machen muss, um eigene Datenstrukturen dann generic zu machen.